In mehreren deutschen Bundesländern hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen Razzien bei Mitgliedern und Anhängern der verbotenen Gruppen Hamas und Samidun durchgeführt. Man wolle konsequent gegen radikale Islamisten vorgehen, erklärte das Innenministerium. Die Organisation Samidun unterstützt die Hamas und hatte eine Feier der Angriffe auf Israel am 7. Oktober organisiert.